Deutschland ist in einer furchtbaren Krisis. Wir leben in einer Epoche, die alles entscheiden und das Gesicht von Europa verändern wird. Vor ihrer Entscheidung muss man furchtbare Zufälle bestehen. Aber nach ihrer Entwicklung klärt sich der Himmel auf und wird heiter. Und wie groß auch die Zahl meiner Feinde ist, ich vertraue auf meine gute Sache und die bewundernswerte Tapferkeit der Truppen, vom Marschall bis zum jüngsten Soldaten. Die Armee greift an!
überein! Bitte stehen bleiben, du feiges Aas! Ich bin verrückt! Alles, Lars, zum Sammeln! Majestät. Nicht hier. Gestatten Sie Ihre Meldung, General Schenkendorf. Das geht. Meldung von Oberst Dernburg. Das Regiment ist zurückgeschlagen. Zurückgeschlagen? Herr Leutnant? Zurückgegangen, Herr General. Er will doch nicht etwas sagen. Geflohen. Immer geschlagen, der rechte Flügel aufgerieben und das Zentrum geflohen. Sprechen Sie es ruhig aus, Fink. Geflohen. Eine neue Vokabel für uns. Ihr müsst sie fressen. Dernburger, fliehen. Eine Hiobsbotschaft. Raus damit! Seidlitz ist geworfen, mein General. Der ganze linke Flügel. Pardon! Folgen Sie mir, meine Herren. Suchen wir den Tod, da er uns nicht zu finden scheint. Zerreißen? Mit der Fahne verbinden? Herrgott, ich hab ja nichts mehr. Ich hab ja nichts anderes. Was wollte der mit der zerrissenen Fahne? Eine zerrissene Fahne? Also was sagst du dazu? Mensch, die ist gut. Ja, die Fahne beinahe dein Leben gekostet. Und das Frauenzimmerchen, wie ist sie denn? Luise will sie zerreißen. Wunderliches Mädchen ist das. Hier, die Binde kannst du nehmen. Der arme Däubel braucht sie nicht mehr. Vielleicht besser, einem Toten die Binde wegzunehmen, als so eine kaputte Fahne. Ach, geht doch kein Blödsinn. Komm, mach weiter. Solange wir unsere Fahne haben, ist noch nicht alles verloren. Aber das verstehst du nicht. Kannst du ja auch nicht verstehen. Das ist ja bloß ein kleines Mädchen. Aber ganz hübsch. Los, eine kleine Pause. Mach weiter. Ei. Komm, mir gehört denn der Wagen da draußen? Mir? Also, den können wir mal nehmen. Bis zum nächsten Verbandsplatz. Muss das sein? Ja, die sterben uns ja unter den Händen weg wie die Fliegen. Aber ich muss ja nach Lebus. Aber dann. Naja, dann nehmt ihn schon. Komm gleich wieder. Ja, wir waren ein bisschen los. Sag das nicht. Sag das nicht. Dann denkst du, die bringen den wieder? Du bist ja naiv. Aber meine Eltern und mein Bruder. Das ist alles furchtbar. Auf schnellstem Wege nach Wien berichten Sie Ihrer kaiserlichen Majestät in aller Demut vor Gott, der den Truppen Eurer allergnädigsten kaiserlichen Majestät, Eurer Majestät tapferen Verbündeten seinen Segen gab, meldet General Audon, dass Eure Majestät
Erzfeind, der König von Preußen, der heutigen Partei bei Kunersdorf vernichtend geschlagen wurde. Es war solcher Gestalt, dass kein Wunder ihn je wieder aufzurichten imstande sein dürfte. Dass das Haus Habsburg auch in Hinkunft gleichermaßen durch die Gnade des Himmels über jeden seiner Feinde triumphieren möge, erfleht eure treue Generalität über euer kaiserlichen Majestät Haupt und über die Häupter kaiserlicher Majestät Kinder. Schenkendorf. Das ist doch sein Mantel, Schenkendorf. Da friert er ja. Ich friere nicht, Majestät. Er hat heißes Blut, Schenkendorf. Nein, es ist gefroren. Hat er das gesehen, Schenkendorf? Was, Majestät? Die Preußen sind geflohen. Das Regiment Bernburg, Majestät. Sind doch Preußen, Regiment Bernburg. Oder nicht, Schenkendorf? Ich habe Rückenwunden gesehen. Rückenwunden. In Preußen hat es das nicht gegeben. Bis auf den heutigen Tag. Majestät, wir sollten ein wenig ruhen. Ich schlottere, Schenkendorf. Der König von Preußen schlottert. Hat er das an mir schon gesehen? Es ist sehr kalt, Majestät. Kunersdorf. Als ich den Namen zum ersten Mal hörte, als junger Mensch war ich hier. Kunersdorf. Dass mein Ende so heißen würde. Kunersdorf. Und wohin jetzt, Majestät? In die Hölle, Schenkendorf. Da ist es warm. Ich muss aufstauen. Ich kann kein Glied mehr rühren. Wissau! Das Bauernhaus drüben, sofort räumen für seine Majestät. Jawohl, Doktor. Die Abendluft ist Gift, Majestät. Gift? Kunersdorf. Ein Blatt in der Geschichte. Ein Blättchen. Zwei Zeilen vielleicht, unter denen Preußen begraben liegt. Staub, Schenkung. Wollen Majestät hierbleiben? Denkt er, ich sei hier angeleimt, um zu versteinern, zum Denkmal meiner Schande zu werden? Ich habe zu schreiben. Das ist das Einzige, was mir noch übrig bleibt. Wo ist das Haus? Das Haus, das noch steht. Drüben an der Mühle, Majestät.
Ich will weg von hier. Ich will ja nur meine Sachen holen. Frauenzimmer, du Dummes! Es wird doch unerlaubt sein, seine Sachen mitzunehmen, wenn er schon hinausfährt aus dem eigenen Haus. Lass doch das Frauenzimmer. Bringe mir lieber ein Brett, ein Tuch oder was er sonst hat, das Fenster zu schließen. Alter, schaff nur durch die Löcher! Spahn. Steck das Licht wieder an. Er hat ja wohl genug Licht, Herr Major. Unsere ganze Mühle erleuchtet ihm ja das Zimmer. Noch nicht verbrannt hat. Alles zerschossen. Und das Bild da? Du sollst mit verbrennen, wer unsere Mühle verbrannt hat. Das hat er aus seinem Land gemacht. Schöner Landesvater. Bringen Sie einen Span. Wer denn? In unserem Herd bringt längst kein Feuer mehr. Hast ihr ihn sehr? Es ist ja nicht mehr viel da, um ihn zu hassen. Das ganze Land liegt voll von Leichen. Jedes Dorf, jedes Haus, jeder Stall, überall Tote. Tiere und Kinder und... Ja, das ist schlimm. Aber es gibt Schlimmeres. Das Schlimmste ist der Krieg. Wer hat ihn gewollt? Ich nicht. Mein Vater auch nicht. Du vielleicht... Wir sind arme Müllersleute. Wie kommen wir dazu, das alles auszubaden und dem König seinen Krieg zu bezahlen? Geh raus, mein Kind. Er braucht ja nicht in Sorge zu sein, wo er jetzt seinen Wagen herkriegt, um seine letzte Habe wegzuschaffen und wo er ein Dach über den Kopf kriegt. Er kann ja zu Hause sitzen, in seinem schönen Schloss. Steh mal auf. Du sitzt auf meinem Mantel. Jetzt brennt die Mühle aus. Geh sie endlich. Bist du verwundet? Nein. Kann ich dir helfen? Ja, lass mich allein. Frauenzimmer, geh sie raus! Jetzt mache keinen Lärm. Ich
hassen mich. Oh, Majestät. Antworte er nicht. Dieser Brief geht mit Eilkurier an den Grafen Finkenstein nach Berlin. Kunersdorf am 12. August 1759. Heute um 11 Uhr habe ich den Feind angegriffen. Wir haben ihn bis an den Judenkirchhof bei Frankfurt getrieben. Alle meine Truppen haben Wunder verrichtet. Aber dieser Kirchhof hat uns ungeheure Verluste gebracht. Unsere Leute gerieten in Verwirrung. Zwei Pferde sind mir unter dem Leib gefallen. Mein Unglück ist, dass ich noch lebe. Unser Verlust ist sehr beträchtlich. Von einem Heer von 48.000 Mann habe ich jetzt, wo ich dies schreibe, keine 3.000. 30.000. 3.000? Aber das ist doch unmöglich. Ja, Majestät, es ist... Alles flieht und ich bin nicht mehr Herr meiner Leute. Man wird in Berlin gut tun, an seine Sicherheit zu denken. Das ist ein grausames Missgeschick. Ich werde es nicht überleben. Ich habe keine Hilfsmittel mehr und um nicht zu lügen, ich halte alles für verloren. Den Untergang meines Vaterlandes werde ich nicht überleben. Adieu für immer, Friedrich. Tante Elisabeth. Es ist der Wunsch des Königs, dass Majestät sofort nach Magdeburg abreisen und den Staatsschatz mit nach dort nehmen. Nimm dich zusammen, mein Junge. Ich reise so schnell ich kann. Melden Sie das ins Hauptquartier. Ich werde sofort versuchen, Verbindung mit dem König zu bekommen. Schicken Sie mich ins Hauptquartier zum König. Nein, gnädige Hoheit. Kinder gehören nicht in den Krieg. Majestät. Wir müssen zu ihm hin, Tante Elisabeth. Wir müssen uns Gewissheit verschaffen. Wir müssen bei ihm sein. Kind, Kind, was redst du denn da? Sie können doch noch nicht reiten, Major, mit Ihrer Verwundung. Ich nehme mir einen Wagen, Exzellenz. Verlassen Sie sich drauf. Ich komme durch. Und wenn Ihnen etwas zustößt? Oder wenn Sie gefangen werden? Wir wissen doch noch gar nicht, wo die Russen liegen. Die Papiere dürfen um keinen Preis in falsche Hände geraten. Sie werden nicht in falsche Hände geraten. Und wenn ich sie fressen sollte, Exzellenz. Der König sah schon oft den letzten Ausweg versperrt. Er fand immer noch einen allerletzten. Aber der König braucht dich doch. Er braucht mich nicht. Weder in schweren noch in glücklichen Tagen. Nicht einmal im Tode? Nie. Nie. Dann Glück auf den Weg. Nehmen Sie gleich meinen Wagen. Er steht unten in der Schönhauser Chaussee. Horcht man hier? Ein preußischer Prinz horcht nicht. Er hört. Major Rocco, Sie fahren zum König, Major. Sie müssen mich mitnehmen. Das darf ich nicht. Dafür habe ich keine Vollmacht, mein Prinz. Von wem brauchen Sie denn eine Vollmacht? Von der Königin, aber ich bin froh, dass ich sie nicht habe, mein Prinz. Ich habe es eilig. Fried. Das ist das Einzige, was es noch übrig bleibt. Der König hat mir den Oberbefehl nicht übertragen, um Friedensverhandlungen einzuleiten, sondern um seine Hauptstadt zu schützen. Ich wette, die Russen sind schon in Berlin. Wir wollen doch den Tatsachen ins Gesicht sehen. Der König gibt auf. Und wenn er das nicht tut, dann muss man ihn eben dazu zwingen. Meine Herren, vergessen wir doch nicht, dass wir preußische Generale sind. Was zur Rebellion! Es macht keinen Spaß mehr, Offizier zu sein. Den Eindruck, der den Ihnen keinen Spaß mehr macht, Herr Oberst Bernburg, den Heik schon seit 3 Tagen. Was heißt das, Herr General? Na, wissen Sie, Oberst, Ihr Regiment vor Kunersdorf, nach meiner bescheidenen Meinung, wartet eine Affenschande. Die Hälfte meiner Männer ist tot. Na, und der Rest, Herr Oberst? Ja, sollte ich diesen Rest auch noch sinnlos opfern? Sind wir auf dem Schlachthof oder führen wir Krieg? Sinnlos? Das Verhalten des Regiments Bernburg entschied den Ausgang der Schlacht. Ach, lass doch, Seidlitz. Ist ja sowieso alles vorbei und verloren. Berlin war im Siegestaumel. Die Nachricht von der verlorenen Schlacht erzeugte einen Sturm, Entrüstung und Enttäuschung.
Warum, bitte beantworte mir das, warum hast du um Himmels Willen zu früh einen Siegeskurier nach Berlin geschickt? Ist Ihnen nicht bekannt gemacht worden, mein Herr Bruder, dass die Schlacht bereits gewonnen war? Der Sieg wurde mir entrissen durch einen Umstand, den ich nicht berechnen konnte. Was war das für ein Umstand? Die Preußen sind geflohen. Sie sind am Unmöglichen gescheitert. Was soll das heißen? Das soll nicht mehr heißen, als ich gesagt habe. Sie sind am Unmöglichen gescheitert. Was war unmöglich? Ein Befehl? Ein Schlachtplan? Das war unmöglich! Ich bitte um Ihre Kritik, Herr General! Das steht mir nicht zu. Ich befehle es. Dann darf ich nicht beim traurigen Ende anfangen. Du verlangst Unmögliches vom ganzen Volk. Ganz Europa steht gegen Preußen. Das hast du geschafft. Du hast bei Kunersdorf nicht nur gegen die Österreicher und Russen gestanden. Deine Heere waren überall verteilt und verstreut und warteten auf die zahllosen Feinde. Hättest du die Politik verfolgt, die Zahl deiner Feinde zu verringern, statt sie Jahr für Jahr zu vermehren, wir hätten längst einen ehrenvollen Frieden und Preußen würde blühen. Ich habe keine politische Kritik von dir verlangt. Davon verstehst du nichts. Ich frage dich als General, als den Generalissimus der preußischen Armee, der du heute bist. Was war falsch am Plan der Schlacht von Kunersdorf? Was habe ich Unmögliches verlangt? Du hast die Zahl der Russen unterschätzt. Stimmt. Du hast den Angriffsgeist der Österreicher unterschätzt. Stimmt. Du hast zumindest 2 Tage zu früh losgeschlagen. Hättest du gewartet, bis die Preußen ihre Stellungen so verschanzt hatten, dass sie dem Ansturm gewachsen waren, wir hätten sie heute noch. Es ging mir nicht darum, Stellungen zu halten, sondern Stellungen zu nehmen. Warum hast du Seydlitz gegen seinen Willen in die Attacke gehetzt? Warum hast du die Bernburger gegen alle Vernunft auf die feuerspeienden Mauern des Friedhofs anrennen lassen, wo sie zusammenbrechen mussten? Diese Stellung war nicht zu nehmen, nie und nimmer, auch nicht von den Preußen. Hättest du stattdessen... Hätten die Bernburger gehorcht! Nichts weiter als gehorcht! Den Befehl ihres Königs gehorcht! Sie wären stehen geblieben vor dieser Stellung! Sie hätten sich zusammenschließen lassen! Sie hätten eine Mauer von Leibern, von Preußenleibern aufgebaut! Und die Österreicher so lange festgehalten, bis Townsend mit seinen Kanonen durch den Dreck durchgekommen war, bis er diese Kanonen auf den Mühlberg gebracht hätte. 2 Stunden hätte ich gebraucht, 2 Stunden nur, vielleicht auch nur eine. Aber damit konnte ich nicht rechnen, mein lieber Bruder, dass meine Preußen fliehen. Daran sind wir verblutet in Kunersdorf. Dafür hat heute Preußen zu zahlen, dass ein paar Soldaten ihr Leben höher achteten als das Leben von Preußen. Preußen lebte unter unserem Vater. Er war ein großer Soldat, vielleicht ein noch größer als du. Er war es, der die Armee aufgebaut hat, aber hielt den Frieden und hielt das Maß. Er hat Dörfer aufgebaut und Städte, er hat Straßen gebaut, er hat aus Sumpfland blühendes Ackerland gemacht. Ein Lebenswerk des Friedens. Und um diesen Frieden zu erhalten, muss ich Krieg führen. Ein Krieg, der das Ende eines freien Deutschlands sein wird. Welches Deutschland meinst du? Jenes überalterte, nur noch vom vergangenen Glanz lebende römische Reich deutscher Nation? Diese Utopie soll zugrunde gehen. Und kommen muss ein deutsches Reich. Und Preußen muss es führen. Nur bei Preußen liegt die materielle und sittliche Forderung der Berufung. Nicht bei Habsburg. Habsburg hat sich als unfähig erwiesen für eine solche Führung. Da es bereit ist, seine Macht über Deutschland mit fremden Völkern zu teilen, denen das Wohl der Deutschen gar nicht am Herzen liegen kann. Es ist bitter, dass dieser Krieg Völker eines Blutes gegeneinander führt. Niemand empfindet das schmerzlicher als ich. Aber die historischen Notwendigkeiten sind stärker als unsere Wünsche. Also, ich hatte Sie hierher gebeten, um Ihre Weisungen, Herr Generalissimus, für den Oberbefehlshaber der Schlesischen Armee, General von Fink, kennenzulernen. Es erübrigt sich. Die Generals werden ihre Weisungen wieder von mir erhalten. Dann bin ich entlassen? Ja. Es ist bedauerlich, dass wir uns so wenig verstehen, Heinrich. Wann hatten Sie je brüderliche Gefühle, Majestät? Wenn ich bei Kunersdorf gefallen wäre, und es war 2-mal nahe daran, dann wärst du heute nach meinem Testament König von Preußen. Die Vorsehung hat es nicht gewollt, dass man dieses Testament bei mir fand.
Du hast schon einmal einen Bruder so beiseite gestellt, um nicht zu sagen misshandelt, dass er aus Gram darüber gestorben ist. Du musst mich entschuldigen, ich habe Dienst. Eine Generals? Beraten die Herren? Wie sind Ihre Rapporte? Majestät, Ihre Krankheit, von der wir gehört haben... Hast du mein Wohlergehen besorgt, ich weiß. Darf ich bitten, Herr Oberbefehlshaber? Das preußische Heer zählt wieder 28.000 Mann. Das sind freilich nicht mehr als die Hälfte. Zwei Tage vor dem Kampf zählten wir 48.000 Mann. Was haben Sie beschlossen? Sie zu bitten, Majestät, Frieden zu schließen. Mit wem? Den Russen? Auch mit den Österreichern, Franzosen, Sachsen und Schweden. Sie wissen keinen anderen Ausweg? Keine, Majestät. Ist niemand unter meinen Generals anderer Ansicht? Seid Witz? Nein, Meister. Schettendorf. Majestät müssen Frieden schließen. Sonst werden uns unsere Soldaten zwingen, Frieden zu schließen. Townsend? Einer solchen Überlegenheit den Sieg entreißen wollen, das heißt J versuchen. Das heißt, den Untergang von der Vorsehung ertrotzen. Also kapitulieren. Zieten. Denkt ihr auch so? Ich nehme den Oberbefehl aus den Händen des General Fink zurück. Wir haben Zeit gewonnen. Die Russen sind in ihrem Lager stehen geblieben. General Saltykow nutzt seinen Sieg nicht aus. Wir werden uns dem Feind in den Weg werfen, Berlin retten oder uns abschlachten lassen. Wer Angst hat, mit mir zu kommen, kann nach Hause gehen. Ich werde ihm nichts in den Weg legen. Noch eins. Oberst Bernburg, Ihr Regiment tritt an am Ausgang des Dorfes Lebus. So wart's doch ab, Luise, bis wir in Lebus sind, dein Vater. Mir ist kalt. Willst du deinen Mantel? Du, Niov, du musst mal ihren Mantel hergeben. So, hier. Wir sind doch nicht in Lebus. Wir werden doch nicht so lange warten. Dann bleibst du eben bei uns, Luise. So jung bist du ja an diese Fritteuse gekommen. Ach, was soll ich denn bei den Soldaten? Das ist ja nicht schlecht bei den Soldaten, Luise. Wo willst du denn hin? Vielleicht nach Hause, nach Kunersdorf? Na, siehste. Diese verfluchte König, was der alles auf dem Gebissen hat, dieser Teufel. In Teufel ist er. Aber verflucht ist er nicht. Den musst du bloß einmal sehen, dann redst du ganz anders. Ich hab gar kein Verlangen nach eurem König. Ah, nun mach mal halblang, Luise. Das ist ja schließlich dein König. Oh. Ich sehe was, ich sehe was. Du halt mal die Ziel. Ich sehe nämlich wirklich was. Na siehste, du lachst schon wieder. Aber die Gans gehört ihm doch gar nicht, Herr Feldwebel. Und ob die mir jetzt, das ist Kriegsbeute, wie unser Panjepferdchen. Hui! Feines Armbrot, ne? Na, geht es besser? Ja, es geht schon. Ich bin nur noch ein bisschen. Dann leg dich mal wieder hin. Ja. Du, Niov, was ist denn mein Garten? Seit wann bin ich denn sein Garten, Herr Feldwebel? Mein Name ist Paul Kreskow, für dich heiße ich Paul. Und das ist mein Freund, Herr Friedrich Ernst Niehoff, für dich ist er Niehoff. Die Hand nimmst du da weg, weil wir gar nicht erst anfangen. Herr Hören, Befehl vom König! Alle Verwundeten und Versprengten vom Regiment Wermut haben sich um 6 Uhr abends beim Ausgang des Dorfes Lebus zu sammeln. Befehl! Na ja. Nur Lutsch! Wir haben schon nicht so eilig, Paule. Ohne uns kannst du ja doch nicht anfangen. Wir haben ja die Fahne.
Die Fahne wird eingezogen. Die Offiziers verlieren das Portefeuille. Soldaten ihre Bandlitz und Kokarden. Und den Tambour soll nicht mehr gestatten, seine Macht zu schlagen. Nur ein Querholz und eine Trommel sollen den Schritt angeben. Und vor dem Regiment herrufen, hier kommen die, die lieber leben als siegen. Rührt euch! Es lebe der König. Aus dem Leben. Er hatte kein moralisches Gewissen. Aus. Major Rojo, er kommt zur rechten Zeit. Er übernimmt das Regiment Bern durch. Herr Oberst Rojo. Das Regiment auch. Schon gut. Ich weiß, es ist schwer, ein entehrtes Regiment zu führen. Trage es so, wie ich es tragen muss. Kann gehen. Majestät. Deine Pressen behält er uns, Portier. Nee. Na, du bist mir ja ein Kadett. Ausreißen und ohne Befehl ins Feld fahren. Onkel, ich bitte um Verzeihung. Onkel, ich bin dein König, Herr Leutnant. Majestät. Dann iss mal erst, mein Junge. Ich brauche jetzt nichts zu essen, Majestät. Den ganzen Tag gefahren. Los, hinsetzen. Was gibt's Neues in Berlin? Schimpft man sehr auf mich? Nicht in meiner Gegenwart, Majestät. Aha. Aber sonst meinst du? Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Ich kenne die Berliner. Wir haben ein loses Mundwerk. Aber sonst ganz proper. Du musst zurück, Heinrich. Bitte, Majestät, lassen Sie mich hier. Ich will dich nicht in Gefahr wissen. Na, riecht was? Schokolade. Ja, Schokolade. Rara Artikel heute, was? Was du wollen? Willst du mal kosten? Lieber nicht. Jetzt darf nicht raten. Spezialmischung. Nur für seine Majestät. Nur für seinen persönlichen Gebrauch. Alfons. Nehme ich schon. C'est impossible. C'est impossible, Alfons. Unmöglich. Ach, du machst Schwierigkeiten. Ich. Nichts Mörder. Mörder? Da liebst du nicht dein Vaterland? Noch dazu wird sich so gut bezahlt, du Schwein, du falsches Geld nehmen und dann kneifen? Alfons! Du, noch einmal wirst uns nicht an der Nase rumführen. Bleib heute Nacht hier und schau dir auf die Finger. Wenn ich morgen früh nach Wien fahre, möchte ich eine gute Nachricht mitnehmen. Compris? Mon ami? Du bist die Hoffnung des Staates, Heinrich. Weißt du das? Sie machen mich unglücklich, Majestät. Kommt nicht auf unser Glück an, Heinrich. Ich wäre auch glücklich, ich beinahe zu wahr. Ich habe keinen Anspruch auf solches Glück. Wir dürfen nicht tun, was wir wollen. Meinst du, ich will Krieg führen? Ich muss. Naja. Wende deinen ganzen Fleiß deinem Studium zu. Weiß ich halte nicht viel von deinem Bruder, dem Kronprinzen. Die Zeitläufte können es so fühlen, dass du mal an meiner Stelle stehen musst. Bereite dich darauf vor.
Ein Junge, nun habe ich Dienst. Darf ich auf Eure Majestät warten? Ja, ja. Kannst dir warten. Rumlaufen, immer wie die Sträflinge. Ach, das wäre doch egal. Ob der preußische Liter Käse da drauf ist oder nicht, das kommt ja auf einen so raus. Hoffentlich nimmt er uns bald auch die roten Aufschläge weg und die goldenen Knöpfe von der Yamata sind immer wieder zivil, zivil, zivil. Was willst du mehr? Du willst mal wieder mal ausrücken, was? Das letzte Spießrutenlaufen hast du wohl schon vergessen. Du, sag mal, wie kriegst du denn alles über die Grenze? Als Kurier, Fräulein, als Kurier gibt's keine Grenzen nicht. Und wo hast du das Geld her? Na, sag doch mal, wo hast du denn her? Ja, das ist ja nur wieder Staatsgeheimnis. Ach, hier seid ihr. Na nu, was habt ihr denn da für Überraschungen? Das nicht. Kannst du doch nicht machen. Erlaubt sie, dass ich vorstelle? Alfons. Der schöne Alfons. Na, willst du mal mit mir trinken? Auf den König? Paul. Brauchst doch nicht, ihn Paul zu fragen. Auf den König darfst du schon mit mir trinken. Nein, ich trinke nicht. Was macht ihr denn hier? Du, wenn der König morgen tot ist, dann bist du schuld. Wenn du nicht deine freche Schnauze hältst. Was habe ich denn weiter gesagt? Wie siehst du denn aus? Wer hat dir denn die Uniform so abgerissen? Der da! Euer alter Fritz! Blöde Witze auch noch! Was hast du denn? Komm, Luise! Der König hat euch die Uniformen zerrissen? Ja, der König. Das hat der König gemacht. Schnapsgläser weg! Der König inspiziert das Lager! Der König? Wo ist der König? Geh da mal runter, Madamchen. Wir brechen morgen früh um 3 Uhr auf, in Richtung Torgau. Der Wagen fährt den Prinzen sofort zurück nach Berlin, wenn er aufwacht. Und wenn der Prinz noch Anstalten macht? Was sagt man ihm, es ist der Befehl des Königs. Gute Nacht, besser. Was, Majestät? Was ist denn das? Schokolade, Majestät. Wo hat denn die her? Man kriegt noch was. Auf Nebenwegen, Majestät. Oh, nehmen wir ihn. Kontrabande aus Wien. Kontrabande. Ihr wisst, ich stelle keine Sonderansprüche. Ich muss morgen früh leise wecken, damit der Prinz nicht aufwacht. Das Essen nehmen wir für sich. Gute Nacht. Gute Nacht.
Gift vom Hause Habsburg. Wache! Es konnte ja nicht anders kommen. Die Geschichte hätte ja ihren Sinn verloren, wenn Friedrich bei Kunersdorf nicht geschlagen worden wäre. Wieso? Wieso? Sie fragen ein wenig direkt, General Audo. Ich erwarte auch eine direkte Antwort, lieber Graf. Nur bei Habsburg liegt die legitime Führerschaft in Deutschland. Dieser kleine Marquis von Brandenburg bläht sich wie ein König auf. Ich erinnere an die Bewandtnis, die es mit dieser Königskrone hatte, die sein werter Herr Großvater außerhalb der Reichsgrenzen in Königsberg eigenmächtig und größenwahnsinnig über den Kurfürstenhut gestülpt hat. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht ist die Legitimität seines Königtums nicht erwiesen. Das Gegenteil ist erwiesen, General Laudern. Gut, gut, aber dass er der geborene König ist, was hat er nicht nur auf dem Schlachtfeld bewiesen, Graf Kaunitz? Wir wissen, General Laudern ist geneigt, dem Gegner so weitgehend die Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, dass die eigenen Verdienste darüber in den Schatten gestellt werden. Aber einem Räuber gegenüber scheint mir diese Ritterlichkeit nicht ganz am Platz zu sein und zudem sehr gefährlich. Auch die Neigung, den Gegner zu unterschätzen, lieber Graf, hat ihre Gefahren, wie mir scheinen will, sogar die größeren. Als das Reich in Todesgefahr war, hat es keins von den gekrönten Häuptern der legitimen Könige gerettet, sondern der da, Prinz Eugen von Savoyen. Und in Ehrfurcht vor seinem Angedenken lassen Sie uns mit Respekt von einem großen Mann reden. Von einem großen König. General Laudern, eine Depesche. Aber Exzellenz, geht das nicht zu weit? Den Sieger von Peter Bardein und Belgrad, diesen treuesten Vasallen seines Kaisers, dieses Feldherrn-Genie mit dem geschlagenen König von Preußen zu vergleichen? Darf ich Ihren historischen Exkurs unterbrechen? Die Preußen marschieren auf Torgau in der neuen Armee. 46.000 Mann. Das Menuett hat begonnen, Ihre Majestät lassen wir. Wir tanzen und er marschiert. Ach, lass er mich mit seinen Ärzten. Wir haben nur sagen, es ist die Gicht. Das spüre ich auch so. Diese Scheiß wie Musik. Der Kerl bläst auch noch falsch. Soll er aufhören, Majestät? Nein! Die Aussatzklapper soll weiter klappern. Die soll ihn nicht aus den Ohren kommen, den Bernfeuer. Majestät bedauert, die Herren Generale nicht empfangen zu können. Majestät fühlt sich nicht wohl. Was die Herren zu sagen haben, wünscht Majestät aus dem Munde seiner königlichen Hoheit, des Prinzen Heinrich, zu hören. Die zivile Deputation der Städte Berlin und Magdeburg wünscht der König nicht zu empfangen. Er stellt den Herrn anheim, sich an den Kabinettschef der königlichen Regierung in Berlin, an den Grafen von Finkenstein, zu wenden. Majestät sind der Meinung, dass sie sich diesen beschwerlichen Umweg hätten sparen können. Moin, meine Herren. Grüßen Sie Berlin. Die Bürger der Großstädte Preußen sind dieses Krieges überdrüssig. So, die Bürger der Großstädte Preußen sind dieses Krieges überdrüssig. Wir auch, Herr Bürgermeister. Der ganze Krieg spielt sich ja schließlich auf dem Rücken der Bürger ab. Wer muss ihn denn bezahlen? Das Volk stöhnt weit mehr, als Majestät es wissen können. Beruhigen Sie sich, meine Herren, Majestät weiß das. Allenthalben wird gemurrt und geschimpft. Und glauben Sie mir, auch vor des Königs eigener Person macht das nicht Halt. Oh, das ist nicht so schlimm. Das liegt in der Natur der Sache. Niemand glaubt mehr an den Sieg. Das ist schlimm. Geschimpft darf werden. Die Soldaten schimpfen auch. Und dass der Krieg Ihnen allen zum Hals heraushängt, das ist ganz in der Ordnung. Uns auch, Herr Bürgermeister, verlassen Sie sich darauf. Aber an dem Sieg zu zweifeln, das ist Hochverrat.
Sie haben Glück gehabt, dass Sie Ihre Ansichten nur hier bei mir im Vorzimmer haben vortragen dürfen, denn bei seiner Majestät, na, also, bitte lassen Sie mich allein, lassen Sie mich arbeiten. Lieber, davon verstehst du nichts. Ich bin alt genug, um zu wissen, was ich sage, und ich bin dein Bruder. Ich spreche für das ganze königliche Haus. Nur ein Wunder könnte dich noch retten, aber niemand in der Familie glaubt mehr an dieses Wunder. Darin sind wir uns einig, mein Lieber. Ich glaube auch an kein Wunder. Es gibt einen Ausweg. Da bin ich ja gespannt. Ein Bündnis mit Frankreich. Oh. Man bitte um Frieden und schließe eine Allianz mit den Franzosen. Oh. Gib mir mal die Flasche. Denk auch an dich. Du bist krank. Ja, ich habe die Gicht. Aber Gott sei Dank nicht im Kopf. Eine Allianz mit Frankreich. Stümper seid ihr. Die Franzosen sind die natürlichsten Verbündeten Preußens. Eine Allianz bedeutet die Sicherheit Preußens. Unsinn! Die Absicht des Versailler Klünges ist, Preußen zu zerstückeln. Ich kenne diesen Pompadour-Staat. Sie wollen die Landkarte so haben, wie sie nach dem 30-jährigen Krieg war. Lauter kleine Herzogtümer, jedes einzelne möglichst schwach. Aber verlass dich drauf, nicht einen Groschen, nicht ein Dorf gebe ich her. Und wenn es 10 Jahre dauern sollte, oder 20. Die Franzosen werden uns einen ehrenvollen Frieden geben und werden uns... Ja, sie werden, Kinderkram. Ich weiß schon, woher du das beziehst. Die Markgräfin von Bayreuth hat hinter meinem Rücken Friedensverhandlungen mit Versailles angefangen. Die konspiriert gegen mich, ich weiß es wohl. Aber ich sage dir, die Franzosen werden immer Preußens Feinde sein, solange Preußen sein Gebiet noch erweitern muss. Meine Nachfolger, die mögen wohl mal die Verbündeten Frankreichs werden, wenn sie ihren Staat genügend abgerundet haben. Du wirst die Monarchie zugrunde richten. Ich bin der König, das ist meine Sorge. Genau so, wie du das Regiment Bernburg diffamiert hast. Das Regiment des alten Dessauer, der der Freund unseres Vaters war. Genau so wirst du Preußen in Schande bringen. Es widerspricht eben der Tradition unseres königlichen Hauses. Tradition, was ist denn Tradition für euch? Ein Fremdwort für Dünkel, Faulheit und Feigheit. Ach, du bist ja verblendet. Du siehst ja nicht, was im Lande vorgeht. Du kennst nicht die Stimme des Bürgers und des Adels. Ihr konspiriert gegen mich. Alle. Meine eigene Familie. Und ich weiß auch viele meiner Generals. Aber für Verräter ist kein Platz in meinem Staat. Auch nicht für Hochgeborene. Man sollte euch den Kopf abschlagen. Du, Heini. Jo, Heini. Was hast du denn? Ich kann nicht mehr. Können doch alle nicht mehr und machen nicht so ein Gedöns wie du. Müssen eben laufen, laufen, nichts wie laufen. Tag und Nacht bis zum Knochenkotzen. Wir laufen nicht. Wir marschieren. Mit meinen Bienen gewinnt der König seinen Krieg. Mit meinen nicht mehr. Ich marschier bald nur noch in einer Richtung. Aber in der Entziehengesetzten. Das ist ja allerhand. Zieten greift an, wenn er meinen Befehl erhält. Nicht eher zieten. Er wird genügend Zeit vorher durch meinen Adjutanten die Minute erfahren, zu der er losschlagen soll. Zieten wird mit dem Angriff beginnen. Und wenn so Daun gezwungen ist, sich mit all seinen Kräften nach Süden zu verteidigen, greife ich ihn von Norden her im Rücken an. Ich unterstelle Zieten die bernburgischen Grenadiere zur Flankensicherung. Um jeden Preis muss vermieden werden, dass der Feind uns angreift. Darauf basiert mein Plan. Angriff von allen Seiten präzise zu gleicher Zeit. Und nicht überflüssig schießen, vor allen Dingen nicht zu früh. Auf 20, 10 Schritt an den Feind herangehen, ihm eine scharfe Salve in die Nase geben und dann sofort demselben mit dem Bajonett in die Rippen. Schlagen Sie das Ihren Grenadiers ein. Wo der Feind zurückweicht, soll die Kavallerie, gut geschlossen, die Pferde aus vollem Halde, reinjagen und so einhauen. In 3 Tagen sind wir in Torgau als Sieger oder tot. Na? Nach den letzten Meldungen sind es 65.000 Österreicher. 65.000? Donnerwetter. 20.000 wären gefährlicher für mich. Für 65.000 ist der Raum viel zu klein. General Zieten meint, Daun hat eine Stellung, in die niemand eindringen kann. Glaube ich, kann auch keiner. Daun liegt hinter den Sübditzer Höhen. Wälder, Teiche, Anhöhen, unwegsames Gelände umgeben seine Stellung. Da kann niemand rein, sehr richtig. Aber 65.000 auf diesem kleinen Raum? Wenn wir sie nicht rauslassen, werden sie sich gegenseitig auf die Füße treten. Und sieht er besser, wir dürfen sie eben nicht rauslassen. Dann sind sie nämlich verloren. Eine Vernichtungsschlacht, wie sie seit Cannae nicht mehr da war, wollen wir ihnen bereiten. Das Muster einer Kesselschlacht.
Herr Oberst, das Regiment Bernburg schließt sich auf Befehl des Königs an den linken Flügel von General Zieten an. Na, nun lasst mich mal 3 Minuten in Ruhe. Na, seht ihr, Zeit haben wir nicht, eine Kirche haben wir nicht, Ringe haben wir auch keine. Und zum Pfarrer eigne ich mich nun schon gar nicht. Aber das ist ja nicht so wichtig. Wichtig ist nur die Liebe. Na, nun legt mal eure Hände ineinander. So, und nun wollen wir den lieben Gott bitten, dass dein Mann wieder heil rauskommt aus diesem Dreckskrieg. Und du, Luise, sei meine gute Soldatenfrau. Ja, also, das wär's. Marsch, marsch zu deiner Kompanie. Hey, liebe Tesco, 10 Minuten, alles marschbereit. Paul. Schön geworden, Luise. Komm ich doch wenigstens was von dir. Aber wieder los hier in den... Da bin ich auch mit dabei. Da bin ich immer bei dir. Bitte, Friedrich, jetzt hat sie wer. Luise, heute holen wir uns den Tressen wieder. Ach, die Tressen. Wenn du mal wiederkommst. Nur aber, wir müssen doch Hochzeit feiern, Luise, wa? Sollte ich ein Flieger bleiben, in der Blut Ist das schön. Bin ruhig noch ein bisschen. Wisst ihr, das hat mir immer gefehlt, wenn's losging. Da hat keiner gewähnt. 2, 3, 4! So, jetzt muss er aber langsam zurückbleiben, ja? Hier wird nämlich brenzlig. Erkennt ihr die Uhr am Kirchturm? 5:40 Uhr, Majestät. Bewegt sie, willkommen sind, zurück zu Zieten. Pünktlich 6:15 Uhr soll er zur Attacke ansetzen. Eile, eile! Adjutant von Weber, reit sofort zu General Zieten. Er nimmt den Hornisten mit und überbringt den Befehl des Königs. Zieten soll pünktlich 6:15 Uhr zur Attacke ansetzen. Wiederhole. Befehl an General Zieten, er soll pünktlich 6:15 Uhr zur Attacke ansetzen. Nehme den kürzesten Weg durch die Domnitsche Heide über die kleine Brücke bei Weidenheim. Sei achtsam, die ganze Gegend wimmelt von Banduren. Wenn er abgeschnitten wird, gibt er sofort das Signal zur Attacke, wo er sich auch befinden mag. Eile sich. Exzellenz. Ich habe den Eindruck, Krampen, dass Majestät uns nicht braucht. Gehen Sie mal höflich nachfragen, wann wir unsere Pension kriegen. In Potsdam, Exzellenz, in der Oberrechnungskammer? Da stimmt was nicht. Ich sage Ihnen, da stimmt was nicht. Uhrzeit. Vielleicht 6, Exzellenz. Ja, 6. 13 schlägt's, mein Lieber. Befehl vom General Zieten. Ein zuverlässiger Mann geht an die Straße zwischen Lübnitz und Gottwig. Lübnitz und Gottwig. Und hält mit Signal die Ankunft des königlichen Adjutanten. Nehmen Sie einen Hornisten mit, einer sich. Bitte, Oberst. Und geben, dass die Straße vom Feind frei ist. Befehl an General Zieten. Aber schnell. Mache das recht. Blödsinn, Verfluchter. Man sitzt ja angenagelt wie ein Affe und wartet. Kein Adjutant, kein Signal. Was denkt sich denn die Majestät? Du, leg dich hin, Mensch! Sind doch Panduren. Warum sagst du doch, die Straße ist frei? Das ist bloß eine Patrouille. Mensch! Donnerwetter, das ist ein ganzes Regiment. Wir können auch 5 Regimenter sein, wir sehen doch bloß die Spitze. Nur aber nicht, wie zurückzuziehen. Schick doch mal, die formieren sich ja zum Angriff. Die kommen uns ja in den Rücken. Los, blas! Verrückt, wir sollen blasen, wenn der Adjutant kommt.
Auf der Straße kann kein Adjutant mehr kommen, du Rindviech, blaslos! Ich will mich doch nicht vor ein Kriegsgericht stellen lassen. In das Blech hier, du Armleuchter! Gott sei Dank! Lass die Signale zur Attacke! Ran an die Kaiserlichen! Marschall Daum. Was gibt's? Die Pressen setzen von allen Seiten zum Angriff an. Alle Ausfallstraßen sind versperrt. Weißt dann, lasst alle 400 Kanonen feuern, bis die Rohre glühen. Majestät, bluten! Bei warmer Kassation, sage ich euch! Der König ist nicht verwundet. Hutstock! Oh, wenn ihr mich tötet, ich komm von oben. Vorwärts! Zum Sieg! Victoria, der König hat bei Torgau gesiegt. 65.000 haben wir vernichtet. Ich umarme ihn dir, alle seine tapferen Preußen. Es gibt keine stärkeren Herzen. Aber den heutigen Tag vergesse ich euch nie. Es lebe unser Fritze! 1, 2, 3! Es lebe unser Fritze! Paul! 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 Luiseke! Paul! Luiseke! Paul! Luise! Du! Der König hat gesagt, dass alles war je und vergessen. Ich hab dich lieb. Der Adjutant fiel? Verkost mich? Na, Unsinn. Wie soll dann der Befehl zur Attacke nach Klitschen gekommen sein? Ich bekam das Signal, Majestät.
Aber Adjutanten? Wie war denn das möglich? Der Adjutant vergoss mich viel. Feldwebel Treskow vom Regiment Bernburg hatte den Befehl, auf der Wegkreuzung Subditz-Koswig auf den Adjutanten zu warten, weil er sich verspätet hatte. Er sollte ein Signal geben, wenn der Adjutant an der Wegkreuzung eintreffen würde. Ja und? Ist der etwa zur Attacke blasen? Wollen Sie nicht antworten, meine Herren? Ein Feldwebel gab das Signal zum Angriff. Aus eigenem Ermessen? Jetzt bist du eine richtige Soldatenfrau. Nach was? Auf Taille? Wie von General? Du pass aber gut auf, dass du dir doch die Hosen anziehst. Ich bin so glücklich, Paul. Ich bin so glücklich. Feldwebel Treskow? Ja. Sofort sowas, Rojo! Feldwebel. Er hatte den Befehl, die Ankunft des königlichen Adjutanten durch Signal weiterzugeben. Hat er zur Attacke blasen lassen? Nein, Herr Oberst. Nein? Das ist der Feldwebel Treskow? Jawohl, Majestät. Und er leugnet? Er hat nicht zur Attacke blasen lassen? Nein, Majestät, ich habe selber zur Attacke geblasen. Wie kam er dazu? Wusste, dass es gegen den Befehl Eurer Majestät war, uns angreifen zu lassen, und da habe ich zur Attacke geblasen. Ohne Befehl? Österreicher wollten uns in den Rücken fallen. Wusste er denn auch, ob das nicht in des Königs Plan gelegen hat? Nein, Majestät. Das hat nicht in meinem Plan gelegen. Die Schlacht hätte einen anderen Verlauf nehmen können. Das allein rettet ihn vor der Strafe der sofortigen Erschießung. Dach ans Rad. Wache. Wir sind Feldwebel fest. Der Feldwebel Treskow wird zum Leutnant befördert. Die drei Tage muss er haben, Disziplin muss sein. Aber ich will es belohnen, wenn meine Soldaten entschlossen und selbstständig handeln. Und wenn nur morgen die Artillerie losfährt, was ist denn dann mit mir? Dann wirst du 3 Tage hinterherlaufen. Angebunden wie ein Hund. Nee, Herr Oberst. Mit mir nicht. Doch mal weg da. Neugierige Bagage. Wenn der Adjutant das Zeichen gegeben hätte, der hätte einen hohen Orden, hätte der gekriegt. Aber unser Einer, der kommt ans Rad. Nee. Da fährt die Vaterlandsliebe auf. Sei doch vernünftig, Treskow. Du weißt ja gar nicht, was der König mit dir vorhat. Du verstehst ihn ja nicht. Will ich auch ja nicht verstehen. Brauche ich auch ja nicht zu verstehen. Ich bin weiß Gott immer für einen König gewesen. Den Sticke hätte ich mal lassen hacken. Für den mach dich doch nicht unglücklich. Jetzt, wo du eben erst geheiratet hast. Jawohl. Direkter Mank von Hochzeitsfest hat er mal weggeholt. Treskow, du vergisst dich ja. Im Gegenteil, Herr Oberst, ich besinn mich auf mir. Bisher hatte ich mir vergessen. Herr Kunersdorf, da haben wir gekämpft wie Löwen. Da hat er uns den Dressen und die Ehre weggenommen. Und jetzt nach Torgau. Da lässt er mal ans Rack binden. Nee. Jetzt ist es mit der Weiberwirtschaft endlich zu Ende! Das ist mir Takt, meine Herren. Die Zarin ist tot! Es lebe der Zar! Und es lebe der Zar!
Ob die jungen Herren noch so begeistert sein werden, wenn sie erfahren, dass wir nun bald Verbündete der Preußen sind? Ich glaube, dann erst recht. Die russische Garde hat schon oft eine verhängnisvolle Verehrung für das Feldherrgenie des Preußenkönigs bewiesen. Das russische Volk? Wird nicht gefragt. Aber die Popen werden ungefragt ihre Meinung sagen. Werden sie von den Kanzeln dem Volk predigen? Ja, das ist ja richtig. Der Klerus liebt ihn nicht. Und die Popen waren immer die Stärkeren. Da müsste schon hier der große Peter kommen. Und nicht dieser hier, um mit einem so gefährlichen Gegner fertig zu werden. Und Katharina, seine Frau? Es war ja mal eine Liebesheirat. Ja, das war mal. Heute ist das anders. Ja. Wenn wir heute den Befehlen des jungen Zaren nachkommen, mein lieber General, dann liegt es absolut im Bereich der Möglichkeit, dass wir uns bei einem anderen Regenten für das, was wir tun, verantworten müssen. Das werden Sie wohl, General. Ja, wir verstehen uns. Es ist für mich sonnenklar, dass diese Rechnung des Zaren nicht aufgeht. Er ist Halbrusse. Er ist nicht imstande, Russisch zu empfinden, dieser ehemalige Herzog von Holstein. Seine alberne Vorliebe für seinen Feind wird ihm zur Nachäfferei verleihen. Er wird aus uns Russen Preußen machen wollen, lieber Tschernyschew. Und darum ist äußerste Vorsicht und Zurückhaltung am Platze. Was soll das heißen? Wir haben doch klare Befehle zu erfüllen. Wenn wir das nicht tun, werden wir eines Abends mit dem Kopf unterm Arm schlafen gehen. Ich habe Ihnen einen Vorschlag zu machen. Russland ist groß. Und der Zar ist weit. Wir sind nicht so zu kontrollieren. Zum Glück sind wir zwei, Tschernyschew. Wir teilen uns und bleiben doch zusammen. Sie stoßen mit Ihren 20.000 Mann zu Friedrich. Sagen Sie ihm getrost, Sie bringen ihm 30. Dann wird er Sie umso freundlicher begrüßen. Und ich bleibe mit meinen 60.000 Mann hier. In Preußen, in Thor. Wir nennen das ein Bollwerk gegen die Schweden. Und wenn Friedrich siegt? Dann haben wir für ihn Ostpreußen und Pommern geschützt. Und wenn er verliert? Dann wird uns Russland dankbar sein, ganz gleich wer auf dem Zarenthron sitzt. Wir bringen Ostpreußen und Pommern als Beute mit nach Hause. Kann er schon. Halt! Halt! Noch nicht! Das sind ja Russen. Das sind ja Parlamentäre, sind die. Ich wünsche, vor den König von Preußen geführt zu werden. Oh, nur bei Sache, meine Kummer, Sache. Wo Sie gleich der König sind, ich kann auch sicherlich den ersten besten Parlamentär gleich vor den König von Preußen. Mit einem anderen verhandle ich nicht. Na ja, den kommen Sie mal runter, Herbert. Was sind Sie eigentlich? Leutnant! Ihre Beglaubigung, Herr Leutnant. Das ist eine Beglaubigung für General Tschernyschew. Ja. Ja, lassen Sie es mal allein, meine Herren. Ich bin der General Tschernyschew, Majestät. Und warum diese Kostümierung, Herr General? Die Sache ist wichtig. Ich wollte selbst kommen, Majestät. Und ich fürchtete, dass das Bekanntwerden meiner Anwesenheit im Lager zu viel Lärm machen würde. Darum. Nehmen wir mal Platz, Herr General. Offen gestanden, ich habe eine Botschaft von meinem Freunde, Zar Peter III., bereits erwartet. Eine Friedensbotschaft, Herr General. Ich bringe Ihnen mehr als das, Majestät. Es ist die erste Amtshandlung meines kaiserlichen Herrn nach dem Ableben Ihrer hochseligen Majestät, der Zarin Elisabeth, Ihnen nicht nur Frieden anzubieten, sondern ein militärisches Bündnis. Ich bringe Ihnen zunächst 30.000 Russen. Zu meiner Unterstützung? Sie stehen unter Euer Majestät Oberbefehl.
schöpfen wohl auch, General. Oh, nur einmal in meiner Hand halten, die Dose, von der die Welt spricht. Sie will sehen, General. Oh, danke, Majestät. Gesundheit, Majestät! Wann kann ich denn die Russen haben? Sofort, Majestät. Es schneit heuer früher als sonst. Und Majestät möchte nicht ein zweites Winterlager wie in Bunzelwitz erleben. Herr Graf von Finkenstein. Majestät, entschuldigen. Es eilt. Was will er denn hier? Im Felde? Ich bitte, mich zurückziehen zu dürfen. Ich werde warten, bis Majestät mich rufen. Ihr Majestät, die Königin lässt Eure Majestät bitten, sofort nach Berlin zu kommen. Prinz Heinrich ist krank. Ist er tot? Finkenstein, lüge mich nicht an. Nein, Majestät, aber der Prinz ist sehr krank. So, was hat er denn? Was fehlt ihm? Die Blattern. Finkenstein. Er ist alles, was ich auf der Welt noch habe. Er ist der Letzte, der mein Herz hat. Man darf ihn mir nicht wegnehmen. Majestät, fahren am besten, um keine Zeit zu verlieren, gleich mit meinem Wagen nach Berlin. Nein, er fährt nach Berlin. Ich kann hier nicht weg. In diesem Augenblick weniger denn je. Dieser Russe mit seiner grinsenden Fratze macht mir ein Freundschaftsangebot. Sie wagen sich bereits bis in die Höhle des Löwen. Wie weit muss es schon mit mir gekommen sein, Finkenstein, dass Sie glauben, so plump mit mir spielen zu können? Aber wenn hier schon Katze und Maus gespielt werden soll, dann will ich nicht die Maus sein. Er gibt mir Nachricht von jeder Veränderung. Majestät, wollen den Prinzen nicht noch einmal sehen? Ich habe Dienst. Willst du nicht reden? Ja, sag ich dir, wenn du mich aus dem Bett geholt hast. Sonst ist nichts Wichtiges. Da kannst du auch was erleben. Ich bin doch nur zu Ihnen gekommen, Herr Oberst, weil ich nicht aus noch ein weiß. Sie haben mich doch, Sie haben uns doch getraut und Sie sind doch immer so gut. Herr Oberst, was wird mit Deserteuren, wenn ich sie... Ich meine, wenn man... Ja, wisst. Wer will denn desertieren? Herr Oberst, geben Sie mir Ihr Wort, dass Sie die Deserteure nicht bestrafen. Ich soll dir mein Wort geben, dass ich Deserteure, die ich erwische, nicht bestrafe? Ja. Sag mal, wozu bist du eigentlich hierher gekommen? Ich will es eben nicht, dass es geschieht. Glaubst du, es hat einen Sinn, so um den heißen Brei herumzureden? Tresco. Nicht wahr? Sieh mal an. Er rutscht immer mehr ab. Jetzt steht er schon zum dritten Mal am Rad, weil er keine Disziplin halten kann. Hat er sich schon die Beförderung verscherzt, die ihm der König zugedacht hatte? Und nun auch noch desertieren. Sieh mal an. Sieh mal an. Also, Paul Tresco will desertieren. Nein. So ein Feigling. Nein, er ist kein Feigling. Er kann es nur nicht verwinden, dass ihn an die Kanone angegriffen hat. Er kann es nicht verwinden. Faule Ausrede. Er hat gehört, dass wir diese Nacht angreifen. Und dann wird er seine Kameraden allein stürmen lassen. Das weiß er doch gar nicht. Das weiß doch niemand von uns, dass heute Nacht wieder losgeht. Sind dem Tresco sofort zu verhaften. Eine Frau zu befinden. Warte! Die Wache wiederkommt. Los, was schießt er denn noch? Mensch, kann das
so lange an dem Rad hier gestanden, da kommt es wohl auf die Minute auch nicht mehr an. Kommt jede Sekunde an. Wenn Sie hier die Klamotten finden, dann schießen Sie uns ein Loch in den Bauch. Sei doch nicht so aufgeregt. Ach, aufgeregt? Es geht doch ums Leben, Mensch. Scheiß Leben. Was? Deserteurs Leben. Ich hab keine Lust, mich abknallen zu lassen. Ich nicht. Und tut dir vielleicht schon leid, dass ich abgeschnitten hab? Hast du den Mut verloren, wa? Siehste, verdammter Schweinerei, da gönnt einer. Paul, was hast du denn da? Sieh doch das Ding aus! Paul, heute Nacht geht's wieder los. Du kannst doch die anderen nicht allein gehen lassen. Wissen das, heute Nacht geht's wieder los. Ihr seid doch zum Sturm angesetzt. Ohne uns! Tresco, halt dich nicht auf! Wieso? Woher willst du denn das wissen? Von Rocco. Dann lauf ich alleine. Und rein, die ist ja nicht zu helfen. Das Weib gibt dich dein Unglück. Bind mal wieder an. Die sind doch schon hinter dir her, die kommen ja gleich. Da sind sie schon. Hast noch mal Schweigen gehabt, mein Lieber. Oder besser gesagt, deine Frau war dein rettender Engel. Der Oberst soll mir nicht für ein Feigling halten. Ich bin kein Feigling, Herr Oberst. Ich bitte um meine Bestrafung, Herr Oberst. Ist General Czernichev im Schloss? General Czernichev sitzt für den König bei der Tafel. Bitte melden Sie mich. Ich weiß nicht, ob ich Sie jetzt vorlassen kann. Ich kann nicht warten. Ich komme mit dringenden geheimen Instruktionen. Also gut, ich will es versuchen, bitte. Es lebe mein erhabener Freund, Sankt Peter der Dritte. Wir haben das Feste feiern ganz verlernt. Wir haben ja auch schon ein paar Jahre Hunger hinter uns in Preußen. Wenn ich Sie an einen reich gedeckten Tisch gebeten habe, so geschieht das nicht aus dem unwichtigen Anlass, dass ich heute meinen 50. Geburtstag erlebe, sondern aus dem Gefühl der Dankbarkeit gegen meine hohen Gäste, die mir die große Überraschung ihrer, wenn auch sehr spät erkannten Freundschaft auf den Geburtstagstisch gelegt haben. Ich habe mich entschlossen, Ihrem hohen Souverän den Schwarzen Adlerorden erster Klasse zu verleihen. Ich tue dies umso lieber, als der Hauptteil der russischen Expeditionsarmee unter dem Oberbefehl des bewährten General Saltykov sich den Schutz des alten Ordenslandes des Schwarzen Adlers so sichtbar angelegen sein lässt. Ich bin sicher, dass ich meiner Monarchin keine größere Freude bereiten kann, als der Überbringer dieser Nachricht und dieses erlauchten Zeichens zu sein. Ja? Eine Meldung für General Czernichev? Bitte. Ein Eilkurier des Generals Saltykov erwartet ihn. Ich bitte, Herr Majestät, mich beurlauben zu dürfen. Ich bin sofort wieder da. Bitte, General. Deshalb. Sie haben die Verantwortung dafür, dass der Kurier von General Saltykov als unser Gast bei uns bleibt. Zu viel, Majestät. Der Zar ermordet. Katharina, Kaiserin von Russland. Katharina die Zweite. Das ist schneller gekommen, als ich dachte. Was sagt Saltykov? Er gab mir den Auftrag, Sie zu größter Eile zu bringen. Der Befehl an General Saltykov und an Sie, Herr General, ist die erste Maßnahme der neuen Regierung. Ja, wie soll ich das machen? Wie soll ich 20.000 Mann hier herausziehen, ohne dass der König was merkt? Wie stellt man sich das in Petersburg vor? General Saltykov lässt Herrn General sagen, dass er mit Vorsicht verfahren soll. Weiß man in Petersburg, dass der König am Vorabend einer Entscheidungsschlacht steht? Dass, wenn er siegt, ich die ganze frei gewordene Armee in meinem Rücken habe? Welche Nachricht soll ich General Saltykov bringen? Na also, sagen Sie ihm, ich werde versuchen, meine Truppen so zu isolieren, dass die Preußen die Kontrolle über meine Bewegungen verlieren. Um dann, im ersten Augenblick, wo die Preußen eine Schwäche zeigen, zu den Österreichern umzuschwenken. Das ist alles, was ich machen kann. Mein Auftrag ist es, General, von hier auf Umwegen ins österreichische Hauptquartier zu gehen, um Marschall Daun und unsere Bereitschaft in Kenntnis zu setzen. Also gut, ich bin mit Saltykov einverstanden. Eilen Sie, ich werde Ihnen neue Pferde geben lassen. Dem russischen Kurier wird ein Quartier im obersten Stockwerk angewiesen. Er hält 4 Mann Wache und darf das Zimmer nicht verlassen. Zu Befehl, Sie haften mit dem Kopf dafür.
Der sollte auf einem Herzen getragen werden, das nun nicht mehr schlägt. Meine Freunde verlassen mich. Der Witwe des Verstorbenen den Orden zuzustellen, wie wir das sonst zu tun pflegen, dürfte in diesem Falle nicht am Platze sein. Was meinen Sie, General? Da Sie mir von weiteren Mitteilungen, die Sie gewiss von Ihrer neuen Regierung erhalten haben, keine Kenntnis geben, muss ich annehmen, dass unser Verhältnis von den tragischen Umständen unberührt bleibt. Jawohl, Majestät. So ist es. Selbstverständlich, Majestät. Wie klug und treu, General. Na? Wie schade, General, dass Ihre Gesinnung nicht auch die Ihrer Offiziere ist. Wieso, Majestät? Ich hatte dem Kurier des General Saltykow ein Zimmer im Schloss zum Aufenthalt anweisen lassen. Er hat es vorgezogen, dieses Zimmer gewaltsam zu verlassen. Meine Wache hat pflichtgemäß gehandelt. Er ist erschossen. Wie konnten, Euer Majestät, einen Kurier meiner Zarin erschießen lassen? Die Tatsache, dass er gewaltsam das Schloss verlassen wollte, rechtfertigt hinreichend meine Maßnahme. Aber wie gut, General, dass ich Ihrer Haltung sicher bin. Sie entheben mich damit der peinlichen Aufgabe, meiner Armee mitzuteilen, dass wir den Feind im eigenen Lager haben. Doch zur Sicherheit, General, bitte ich um Ihren Degen. Majestät. Nitschewo. Nach 3 Tagen ist die Schlacht geschlagen, dann erhalten Sie Ihren Degen zurück. Die bereits erteilte Angriffsorder für die Russen werde ich zurücknehmen lassen. Ich verlange selbstverständlich unter den veränderten Umständen von den Russen nicht, dass sie sich für mich schlagen. Aber ihre Aufmarschstellung, General, muss zum Schein aufrechterhalten werden, damit Daun ihren Angriff erwartet und so nur die Hälfte seiner Macht gegen mich werfen kann. Nach der Schlacht mögen Sie reisen, mit meinen besten Wünschen und mit meinen besten Empfehlungen an Ihre neue Herrin. Das hat er sich abgewöhnt, das Schlafen. Der da, der hat's besser, der kann schlafen. Und dabei ist er bloß ein Diener.
aufhört zu gehen, fehlt einem direkt was. Ja, das ist, als wenn die Uhr stehen bleibt. Dieses Buch gehört Heinrich Prinz von Preußen. Ist da wer? Ist jemand hier? Nein, Majestät. Für die Wache. Noch immer kein Kurier aus Berlin? Nein, Majestät. Wie spät ist es? Gleich 2 Uhr, Majestät. Wenn der Kurier kommt, nicht sofort weg. Jawohl, Majestät. Wann ist es denn geschehen? 2 Uhr nachts. Ist ja furchtbar. Und der König? Was sagt der? Will ich ja nicht wissen. Und gerade jetzt, direkt vorm Angriff. Zu blöde. Na, adieu. Wenn ihr zu ihm geht, sieht ihn keine Kondolation, kein Wort davon. Ich denke ja nicht. General von Zieten. General von Zieten. General von Zieten. Ich attachiere ihm den Prinzen Friedrich Wilhelm, der mal mein Nachfolger sein wird. Ich hatte andere Pläne, aber der Herrgott, von dem er immer so gerne spricht, Zieten, hat mir ans Handwerk gepfuscht. Auch der Schmerz, Majestät, soll den Menschen nicht vermessen machen. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Vermessen? Er nennt mich vermessen, Zieten? Weiß er, was ich verloren habe? Was mir sein Gott genommen hat? Eure Majestät kennen ja die griechische Literatur besser als ich. Wen die Götter lieben, den rufen sie früh heim. Na, dann werde ich 1000 Jahre alt, Zieten. Mich lieben sie nicht. Weder die griechischen, noch die römischen, noch die Zietenschen. Ich habe den Prinzen geschrieben, habe ihn ins Feld beordert. Lies hier den Brief, expediere ihn, dann nehme er sich das Prinzen an. Hier ist er widerlich, der Mucker. Oh, das sagt ganz offen. Und eins bin ich mir aus, Zieten. Er soll den militärischen Unterricht geben, keinen Religionsunterricht. Ja, alter Herr, versteht mich schon. Wenn Majestät glauben, dass ich aus dem Prinzen einen König machen kann... Wird für dich wieder nie. So was wird man nicht, man ist es, Zieten. Adieu, ich habe zu tun. Und bitte den Oberst Rocco herein. Der lungert schon die ganze Zeit ums Haus, wie die Katze um heißen Brei. Aber ich muss den König sprechen. Ich muss! Du dummes Mädel, da könnte ja jeder kommen. Dieser Spieler ist in Haft. Jawohl, Majestät. Sofort füsilieren. Das Weib soll man davonjagen. Und dieser, wie heißt der? Feldwebel Tesco. Richtig, Tesco. Was ist mit dem? War mein bester Soldat, Majestät. Bis Torgau. Ich weiß.
Das ist das Frauenzimmer da unten. Die Frau vom Feldwebel Tesco. Tränen? Überall Tränen. So was wird also auch geweint. Mein ehrlosen Deserteur. Er ist nicht ehrlos. Gerade sein gekränktes Ehrgefühl, das war sein Unglück. Ich bitte um meinen Feldwebel, Majestät. Ich will den Tresco sprechen. Aber jetzt ist keine Zeit. Nach dem Sturm. Magazin von Schweidnitz richten. Kamerad, adieu. Adieu. All meine toten Soldaten.
Also schreibe mir auf, wie viel Roggen zu Brot man in eurem Dorf höchst nötig braucht. Dazu wie viel Pferde, Kühe und wie viel Sommersaat. Schicke mir das nach Berlin. Wer hat die Mühle dort aufgebaut? Wir alle, Majestät. Sie ist es. Wer ist denn der Müller? Ich, Majestät. Stehst du nun ganz allein? Nein, Majestät. Siehst du, ich stehe allein. Berliner jubeln ihm zu, Majestät. Haben Sie das nach Gunersdorf auch getan? Ich bitte Eure Majestät, umzusteigen. In den Prunkwagen? Nein, das könnt ihr nicht von mir verlangen. Meine Generals, ihr habt mich so oft und so würdig vertreten, dass ich keine besseren weiß, den Dank des Volkes zu empfangen. Schalotten euch! Majestät, Ihre Majestät, die Königin und den Hofstaat. Also, Herr Armstrong. Sind Majestät allein? Ja.